Hallo Leute, da sind wir wieder bei GTA 5 und es gibt hier ein Riesenproblem. Und zwar, ich werde hier gleich mal zu R wechseln. Das Problem ist nicht das Spiel oder eine Mission, die sich nicht lösen lässt, sondern die Kamera, die lässt sich echt nicht bewegen. Ich muss mal noch mal schnell raus, sonst ist die Mission eh gleich vorbei. Ich werde es gleich erklären. So, jetzt müssen wir hier die Hubschrauber wieder suchen. Wir haben ja schon gehört, was sie gesagt haben. Das Problem ist tatsächlich, dass das ein Bug ist. Der ist bekannt. Ich habe diverse Foren durchsucht und überall steht, dass die Kamera hängt, die Kamera hängt. Ich kann hier tatsächlich drücken, was ich will. Tab, egal was. Ich muss ein bisschen gucken. Sorry, Leute. Da vorne sind sie, okay. Ich kann hier Tab drücken, wie ich will. Es geht nicht. Geht nicht. Kamera hängt. Da gibt es auch nicht wirklich eine Lösung für. Bei manchen geht's, bei manchen geht's nicht. Es wurde auch geschrieben, das liegt an der PC-Umsetzung, bei den Konsolen geht's. Und dass es mit dem Gamepad gehen würde, aber ich habe kein Gamepad. Ich habe nur Maustastatur. Also muss ich das mit Maustastatur machen. Jetzt die Lösung, keine Ahnung. Ich werde jetzt halt mal mit dem Hubschrauber hinterherfliegen. Das ist natürlich ein bisschen behämmert, denn eigentlich wäre die Mission schon so gedacht, dass man eben mit der Kamera diesen Geldtransportern folgt. So, jetzt sind sie, glaube ich, im Tunnel. Jetzt fliegen wir mal nach da vorne. Ich versuche das jetzt noch einmal, ob das überhaupt geht, wenn man hier mit dem Hubschrauber die Verfolgung aufnimmt. Das müsste hier hinten, müssen sie irgendwo rauskommen. Ja, gleich sind wir wieder durchgefallen. Ich sehe es kommen. Da muss ich mal gucken, ob ich die Mission überspringen kann, denn wenn sie nicht geht, geht sie nicht. Ja, aber das ist halt voll ärgerlich. Ich kann es nicht anders. Ja, geht nicht. Das ist nicht so gedacht, dass man mit dem Hubschrauber die Geldtransporter verfolgt. Das ist halt so gedacht, dass man mit der Kamera die verfolgt. Wenn das aber nicht geht, weil man die Kamera nicht steuern kann, dann geht's nicht. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier überspringen mache? Diesen Abschnitt überspringen, bist du sicher? Ja, was soll ich denn tun? Gott, habe ich mich geärgert vorhin, weil ich möchte spielen. Klar, ich jammere ja immer wegen Fliegen, aber gehört halt dazu. Okay, jetzt haben wir es. Ja. Liebe Kinder, wenn ihr in einem Hubschrauber seid. Falsche Taste. Vor lauter, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt. Hier, die war's. Ich habe jetzt... Ja, ich rede dem halt jetzt trotzdem rein, dem guten Lester. Ich habe gerade überlegt, das ist doch kacke, dass ich hier was überspringen muss, aber wenigstens geht's. Und dann drücke ich F. Sah aber gut aus, muss ich sagen. Also, okay, jetzt konzentrieren wir uns hier auf diese neue Mission. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendwas mit einer Kamera kommt, die hängt. Das wäre dann doch nervig. Ich möchte eigentlich das ganze Spiel spielen. Ich habe den Vollpreis bezahlt. Ja, muss auch mal gesagt werden. So, wir müssen hier irgendwie rumfliegen und den Eingang finden zu irgendwie einem Tunnel. Na, das kann ja auch interessant werden. Wie soll ich den denn finden? Nicht ins Haus reinfliegen, nein. Auf der Karte ist irgendwie nichts markiert. Ich fliege extra hier mal in Third Person. Das ist definitiv einfacher, wenn man was sucht. Da hinten wäre eine Baustelle. Baustelle, ein Tunnel. Gleich kommt wieder Bang. Zu weit weg. Irgendwas kommt immer. Ja, wie soll man sonst hier einen Tunnel finden? Ich gehe doch mal noch mal schnell. Ich habe einen Fallschirm. Sorry Leute, aber dieses vorhin, ich habe mich so aufgeregt, weil es nicht ging. Und jetzt mache ich die ganze Zeit so einen Mist. Also nochmal, dieses blöde... Nicht mal der Fallschirm hat mir was gebracht. Mein Gott, was für eine Folge. Ich habe das andere sogar mal noch aufgenommen gehabt. Aber das, ja, ich weiß nicht. Vielleicht der eine oder andere V. V ist es, okay. Der eine oder andere hätte es vielleicht lustig gefunden. Okay, mir ging das so auf den Zeiger, wenn beim Spiel so ein scheiß Bug drin ist, der nicht funktioniert. Das geht dann einfach auf den Zeiger halt.
So, jetzt nochmal. Und Heisenberg, lass das blöde F in Ruhe. Das ist die Selbstmordtaste. Ärger. So, also nochmal. Ich möchte nochmal zu der Baustelle. Ich gehe doch mal davon aus, dass das irgendwo hier sein muss. Da unten müsste unser Korpus liegen. Der Korpusdelikt, die sozusagen. Da ist auch noch irgendwie eine Baustelle da rechts. Ah. Schweben, auch noch schweben. Okay, schweben geht zumindest vom Spiel her. Das ist dann eine Frage, ob ich es hinkriege. Das ist, ich muss nochmal auf Arma zu sprechen kommen. Das ist halt einfach irgendwie da mit dem, da gibt es eine Taste, automatischer Schwebeflug. Und rate mal, was das, was der Hubschrauber dann macht. Oh, guck mal, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Nein, nicht schon wieder. Okay, ich muss wenigstens die Kamera. Begib dich zum Flugplatz. Okay, na das hat ja zum Glück geklappt, da wir die Kamera nicht bewegen mussten. Es wäre wieder nicht gegangen. Also, V. 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 Jetzt. Ja, das wäre schon nicht so schlau, nicht mal für Trevor. Hubschrauber, wo Trevor draufsteht, am besten noch mit Adresse, Webadresse oder so, oder wo er wohnt, oder wo seine Mama wohnt. Hat er überhaupt noch eine Mama? Ich weiß gar nicht. Ist jetzt auch nicht wirklich relevant, gebe ich zu. Aber das gibt schon ein großes Ding. Oh, und da ist wieder unsere Strafanstalt. Da sollten wir nicht rüberfliegen, sonst haben wir wieder irgendwie die Jets und Co. am Hals. Also fliegen wir dran vorbei. Ganz einfach. Wir gehen noch ein bisschen runter. Oh, das ist vielleicht doch schon fast zu nahe dran. Nein. Sie lassen uns in Ruhe. Und das hier müsste dann der Flughafen sein. Da ist das Gebäude. Okay, und wo sollen wir hin? Irgendwo hier landen. Zum Glück habe ich V erwischt und nicht F. Auf dem H landen wahrscheinlich. H wie? Hahaha. Wie Helicam. So eine blöde Erfindung. Na. Aha. Mist. Da treffe ich so schön das H. Und dann müssen wir nicht auf dem H landen. Sondern. Wo denn? Wo ist denn hier eine Markierung? Ah, da ist die Markierung. Man sieht sie so gut auf dem Sanduntergrund. Hier ist sie. We got two ideas. It's gonna take a while to get them together or work them up, but I think there's a way. It's not impossible. All right. Well, start thinking about the breakout too. Bradley Snyder. He's getting bored. Talk to Michael, okay? Goodbye. Goodbye, bestanden. Okay, ausspähen, 50%. Das ist kein Wunder, wenn wir die Hälfte der Mission nicht machen konnten. Aber da kann ich halt auch nicht viel dafür. So, jetzt haben wir hier doch ein paar orange Sachen, sehe ich gerade. Die sind eigentlich alle für Trevor. Lasst uns mal schnell gucken, sobald du deinen Clip... Nein, ich möchte keinen Clip. Nein, nein, möchte ich nicht. Nimmt es immer noch auf? Nicht, dass es hier doppelt aufnimmt. Das haut dann irgendwann auf die Performance. So, orange. Hier oben hätten wir was. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das jedes Mal Randale ist. Das ist einfach Fremde und Freaks. Das kann natürlich auch mal was anderes sein. Vielleicht sollten wir da mal gucken gehen. Wir könnten hier zu Michael. Dann würde die Mission wahrscheinlich weitergehen. Und hier hätten wir noch ein Fragezeichen.
Nochmal Fremde und Freaks. Das wäre 1 von 2, okay. Und das hier oben ist 2 von 2. Wisst ihr was? Wir fliegen mal rüber. Wir gucken mal. Ich möchte zwar schon bei der Hauptmission natürlich weitermachen, aber... Was war das jetzt wieder für eine kriminelle Bewegung? Aber ich möchte hier auch nicht allzu viel verpassen. Die Maus kann ich eigentlich loslassen, das funktioniert ja eh nicht. Ja, wir müssen nicht unbedingt jetzt hier mit dem Hubschrauber dahin fliegen. Aber das Gute ist, vom Hubschrauber aus sehe ich, wenn unten wieder die zwei Randale-Trottel stehen. Trottel, nicht Trottel. Das war wieder Schweizerdeutsch. So. Das ist doch genau die Kneipe da vorne. Ich sehe sie doch von hier oben. Ich meine, klar, wir können noch mal Randale machen, aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Haut mich jetzt nicht um. Vor allem, ich schaff's ja eh nicht. Haben wir hier Raketen im Hubschrauber? Dann können wir so Randale machen. Dann kriegen sie aber Randale. Das sind doch die beiden Randale-Brüder da. Und ich weiß gar nicht, wie gut Trevor im Moment ausgerüstet ist. Haben wir denn irgendwie schlaue Waffen? Klar sind das die beiden Randale-Brüder. Wisst ihr was? Weil wir ja sowieso einen Hubschrauber haben, dann gehen wir mal zum anderen Fremde und Freaks. Boah. Das war jetzt aber eine schmucke Drehung. Das muss ich nicht mal unbedingt markieren. Wir haben ja in der Luft sowieso keine Linie, sondern wir müssen mal Richtung Michael fliegen. So, und mich ärgert das echt immer noch mit dieser Kamera, dass ich die nicht steuern konnte, dass wir die Mission nicht machen konnten. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die Killer-Mission, da diese zwei Geldtransporter beobachten, aber ja, es ist eine Mission bei GTA 5, immer nochmal. Das ärgert einen, wenn es nicht geht. Und ich habe wirklich eine gute Stunde, habe ich mich durch diverse Foren gewühlt, auch noch englischsprachig zumeist. Immer mit dem gleichen Ergebnis, es geht halt nicht, wenn es nicht geht. Da muss den Gamepad nehmen. Wenn ich kein Gamepad habe, nehme ich auch keins. Ich freue mich gerade wieder, wie das aussieht hier. Das ist einfach so schön. Da ist noch ein Staudamm. Oh, der ist aber ein heiliges bisschen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Genau über Los Santos ist hier ein Staudamm. Kann man den sprengen? Und Los Santos fluten? Da gibt es bestimmt... eine Mod für, bin ich überzeugt. Das ist aber echt eine coole Gegend. Müsste man auch mal irgendwie vorbeigehen. Aber wir gehen jetzt mal hier zu diesem Fragezeichen gucken. Das müsste dann irgendwo hier unten sein. Ja, noch ein Stückchen in der Nähe von einem Tennisplatz. Aha. Aber nicht, dass das irgendwie Tonja ist mit ihrem blöden Abschleppwagen. Das kann eigentlich nicht sein, denn wir sind ja Trevor. Und Tonja war ja dann doch Franklin. So, ich muss mal ganz schnell in die Landeperspektive, damit ich... Das sieht ja geil aus hier mit dem Sonnenuntergang. Wir landen mal hier. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Wenn ich da mal runterkomme. Das geht nicht uns was an. Okay. Kann ich wieder in Diego? Dankeschön. Wo sind sie denn? Da hinten üben sie. Guck mal. Ui, sie schießen und ja. Ah, überfahr mich noch. Schon wieder so. Das ist eine... Ein Saupack hier? Anders kann ich nicht sagen. Okay, also. Hi, das bisschen. Oh! Mann, was ist das für eine Gegend hier? Sind die einfach in meinen Hubschrauber reingerasselt? Habt ihr denn keine Augen? Ihr Los Santos-Brüder, ihr Doofen? Hm. Also. Hier ist ein Fragezeichen. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. But you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bounty? Josh. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket.
Where's the chick? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? Sounds easy. She's worth it, man. I love you. Na, das ist ja ein ulkiger Job. Was sollen nur die ganzen Verkaufsschilder von seinen... I love you. I. Lenny Avery. Ja, Lenny Bernstein. Wie, was, wo? Also wohnen tut er ja schön, wenn es dann wirklich seine Behausung ist. Finde und zerstöre alle Verkaufsschilder von Lenny Avery. Ach so, ja, dann heißt er ja nicht Lenny Avery. Die du im nördlichen Stadtgebiet findest. Dann kriegen wir irgendwie eine hübsche Frau. Würdet ihr gefälligst hier nicht meinen... Ich möchte eigentlich nicht mal unbedingt das Auto. Ich wollte ihm eigentlich einfach ein paar lang, wenn er hier auf unseren Hubschrauber losgeht. Da klärt es doch schon wieder. So, Moment. Da ist was eingezeichnet. Was haben wir denn da eingezeichnet? Lass mich mal gucken. Uiuiui. Uiuiuiui. Ach so, das ist das andere Fragezeichen. Das wollen wir ja nicht mehr. Im nördlichen Teil von Los Santos, das wäre eigentlich, wo wir sind. Ja, wie soll man denn jetzt hier irgendwie von dem Menschen Werbung finden? Ich fahre mal einfach einmal im Kreis rum. Das müsste ja logisch wäre, wenn das irgendwie in der Nähe wäre von hier, wo die Mission losgeht. Josh, übrigens Kumpel, Avery hat eine Webseite mit all seinen Immobilien in der Stadt. Die ist vielleicht hilfreich. Aha. Lenny Avery. Wie komme ich da auf die Webseite? So. I find Info Error. Ja, das ist ja. Das ist ja prächtig. Reisen und. Immobilien. Hat der eine eigene Webseite? Ja, sie stand da, wenn ich jetzt direkt hätte verbinden können. Suchen. Lenny, schreibt man das so? Okay, da haben wir ihn ja. Das war dann wohl gar nicht so doof. Immobilien finden. Träume sind Träume, ich sag falsch, und wenn Sie wissen, rufen Sie eben noch heute an. Wollen wir eigentlich nicht. Gnadenlose Integrität, kreative Werbesprüche. Und eine tolle Frisur, okay. Klicken Sie rechts auf die Karte, um sich meine aktuellen Immobilienangebote anzusehen. Das ist eigentlich genau, was wir wollen. Okay. Klicken Sie auf eine Immobilie auf der Karte, um sich Details anzusehen. Das möchte ich jetzt nicht, sondern schön wäre, wenn man das auf seine Map übertragen könnte. Kann man das denn? Anfahrt. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück zur Karte. Machen hier mal 2, 3. Das hier noch. Anfahrt. Okay, zurück zur Karte. Gehen hier raus. Oder auch nicht. Wie kommt man denn aus dem Internet raus? Da ist wieder die Milk. Okay, da sind wir aus dem Internet raus. Sehr gut, jetzt möchte ich noch ganz schnell gucken. Wo zum Geier sind denn jetzt hier die Immobilien eingezeichnet? Ist das hier eine? Immobilie Golfclub von Santos. Ich nehme es mal an. Ja, ich würde sagen, da fahren wir hin. Da fahren wir in der nächsten Folge hin. Und ich hoffe, ich muss nicht wieder irgendwelche komischen Kameras bewegen, sondern es ist irgendwas, was auch funktioniert. Aber bis jetzt ging das Spiel ja relativ bugfrei. 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 So rum, das war jetzt nicht Englisch. Dann müsste das auch zu schaffen sein. Was labert sie denn da? Und dann geht's ja krumm. Ja, ist eine komische Gegend. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.